Ja, hi, hier ist der Michael von Mobile Control und wir sind hier bei Huawei oder Huawei und auf der IFA. Und was wir hier vor uns haben, ist tatsächlich die Huawei Watch. Das ist Huaweis Einstieg in den Android Wear Smartwatch Bereich. Und wir haben die Uhr gerade schon mal ein kleines bisschen in die Hand genommen und ein bisschen damit rumgespielt. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich ein ganz schön nettes Teil. Wir haben hier ein Gehäuse, das ein bisschen kleiner ist, oder ein Display, das ein bisschen kleiner ist als das der Moto 360. Ich hole die mal kurz zum Vergleich dazu. Also wir haben hier etwas kleineres Display. Ich glaube 43 oder 44 mm Bildschirmdiagonale. Dafür aber eine deutlich höhere Auflösung. Wir haben hier eine Display-Auflösung von 400 Pixel in der Diagonalen. Und wir haben hier, was man sicherlich schon gesehen hat, tatsächlich ein echtes, komplett rundes Display. Also ohne zum Beispiel den schwarzen Balken, wie Motorola pflegt. Das Design ist ziemlich schlicht gehalten und das muss ich sagen, gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Hier gibt es keine verspielten Teile dran. Das ist aus Metall, wir haben hier kein Plastik, wie bei Samsungs GS2 zum Beispiel. Das ist ein sehr einfaches, schlichtes, metallenes Gehäuse, das wirklich, wirklich einiges hermacht. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber wir haben auf dem Innenteil, auf der Kürette hier, kleine Markierungen für die Stunden. Ganz dezent in so einem dunklen Schwarz auf dem schwarzen Metall. Und auf der rechten Seite haben wir hier oben also einen Taster, mit dem man eben in der Regel zum Homescreen kommt und dann die Uhr auch in Instant-By schalten kann. Aktuell sind hier 20 mm Armbänder eingesetzt und mit einem Metallarmband beispielsweise finde ich diese Uhr schon ziemlich, ziemlich schick. Wir haben hier einen Snapdragon 400 Prozessor drin, 512 MB RAM und 4 GB internen Speicher. Da unterscheidet sich die Uhr nicht viel von den anderen Uhrenherstellern, aber eben in der Auflösung. Und das sieht man also auch, egal wie man hier rangeht, hier hat man wirklich eine Top-Bildqualität. Geladen wird das Ganze übrigens nicht induktiv, sondern wir haben hier oben ein Beispiel-Dock aus Kunststoff mit so kleinen Pogo-Pins, die entsprechend auf der Uhr ihren Anschluss finden, um die dann also zu laden. Das Ganze arretiert magnetisch, also wenn ich die Uhr hier drauf setze, dann hält die da auch einigermaßen gut fest magnetisch, kann man da also im Grunde nichts gegen sagen. Und ja, die Uhr macht wie gesagt einen wirklich sehr, sehr guten Eindruck. Marktstart wird noch in diesem Herbst sein und das Ganze wird wohl ab 400 Euro losgehen. Das ist kein günstiger Preis, aber Apple hat es vorgemacht, die Leute kaufen auch sehr, sehr teure Smartwatches. Die neue Moto 360 von Motorola wird in einem ähnlichen Preissegment spielen. Also warum sollte Huawei da nicht auch sein Stück vom Kuchen abverlangen in Form von 400 Euro für diese Smartwatch? Ich finde, das ist gar nicht so sehr hochgestochen. Wer sich eine schicke Smartwatch leisten möchte, der kann 400 Euro für diese Uhr in die Hand nehmen. Wer einfach nur eine gute Smartwatch braucht, der kann sicherlich immer noch zur ersten Generation der Moto 360 greifen, die man mittlerweile für 180 Euro ungefähr bekommt. Da macht man dann etwas Abstriche in Form von vor allen Dingen der Displayauflösung und vielleicht ein wenig von der Performance. Wobei das, denke ich, ist ein Punkt, den man auch noch verkraften könnte, weil man im Grunde ja nur von der Smartwatch spricht und hier keine Spiele drauf spielt oder sonstiges. Okay, das ist ein anderes Thema, da wollen wir ein anderes Mal drüber sprechen. Das war ein kurzes Hands-on der Huawei Watch hier auf der IFA 2015. Ich war der Michael von Mobile Control. Danke fürs Zusehen.